möchte Ihnen mal zeigen, wie man eine Jolle optimal trimmt. Das heißt, immer optimal auf die herrschenden Windverhältnisse einstellt, um das Maximum an Geschwindigkeit aus dem Boot herausholen zu können. Und ich habe dazu einen Flying Dutchman genommen, weil das eine Jolle ist, die wirklich alle Trimmmöglichkeiten, Verstellmöglichkeiten an Rigg und Segeln bietet, die man sich als Steuermann nur wünscht, um das Boot immer optimal an die Windverhältnisse anzupassen. Viele Einstellungen, die man beim Flying Dutchman auf dem Wasser vornehmen kann, muss man in anderen Bootsklassen, die einfacher ausgestattet sind von der Beschlagsausstattung, wie ein Pirat oder eine Konga-Jolle, an Land vornehmen. Aber grundsätzlich gilt das, was am FD jetzt hier gezeigt wird, auch auf anderen Bootsklassen. Die Grundvoraussetzung, um aus einer Jolle überhaupt gute Höhe am Wind herausholen zu können, ist, dass das Vorlieg des Vorsegels möglichst stramm gespannt ist. Wenn man Durchhang am Vorlieg des Vorsegels hat, wandert der Bauch des Segels weiter nach hinten. Das heißt, die Anstellung, die Anströmung des Segels am Wind wird schlechter und damit die Höhe am Wind, die man segeln kann. Und die Auswirkung auf das Profil des Vorsegels, wenn man Durchhang am Vorlieg hat, wirkt sich umso dramatischer aus, je kleiner das Vorsegel ist. Bei einem 420er, 470er, 505er, die nur eine kleine Fock haben, ist die Auswirkung auf das Profil des Vorsegels viel, viel dramatischer als bei einer Jolle mit einer großen, weit überlappenden Genua, wie bei einem Flying Dutchman oder bei einer H-Jolle etwa. Und diese Spannung auf dem Vorlieg des Vorsegels wird auf Jollen nicht über ein stramm gespanntes Vorstag gemacht. Das Vorstag, wenn denn überhaupt noch vorhanden ist, eigentlich nur noch ein Masthalteband, was verhindern soll, dass der Mast umfällt, wenn das Boot abgetakelt im Hafen liegt. Während des Segelns hat dieses Vorstag überhaupt keine Funktion. Die Spannung auf dem Vorlieg des Vorsegels wird auf Jollen über das Fockfall gemacht. Und wenn man das Fockfall in eine stark übersetzte Taille einhängen kann und hinten vom Steuermann aus bedienen kann, dann kann man sich die Rigspannung, die Spannung auf dem Vorlieg des Vorsegels, den Windverhältnissen entsprechend einstellen. Je härter es weht, umso mehr Druck ich in den Segeln habe, umso mehr muss dieses Fockfall mit zunehmendem Wind durchgesetzt werden, damit dieser Durchhang am Vorlieg des Vorsegels gar nicht erst entstehen kann. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt gute Höhe aus dem Boot herausholen zu wollen.